Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um die Heizung in Anführungsstrichen. Die ganze Heizung soll ja auf ein Podest kommen, um halt so ein bisschen, ja, erstmal das Ganze ergonomischer zu gestalten und natürlich, falls mal irgendein Puffer platzt, wie auch immer, in dem kleinen Raum steht er relativ schnell unter Wasser und da will ich natürlich nicht, dass mir die Heizung absauft. Also muss das Ganze ein bisschen höher. Ich persönlich würde ja am liebsten einfach ein paar Einwegpaletten nehmen, darauf schmeißen, Platte drauf, weil das soll. Also ich wollte das ja gerne gemauert haben, das ist die Vorgeschichte. Aber da sagt der Klempner, nee, das geht nicht, weil das muss wegnehmbar sein, variabel sein. Wenn wir daran müssen, sagt er, dann kriegst du die da nicht rausgehoben, wenn das alles festgemauert ist. Ich denke, ja, das geht schon irgendwie. Nee, das geht nicht. Das soll gerne flexibel. Okay, gut, dann machen wir das flexibel. Also Paletten. Da kam meine Frau ins Spiel, sagt, nee, du kannst keine teure, sauteure Heizung auf Paletten stellen und da Platte drauf. Ich sage, das sieht kein Mensch. Ich sage, das ist super stabil. Ich sage, das schrauben wir schön, das streichen wir schön. Nein, will sie nicht. Gut. Also muss ich jetzt ein Gestell schweißen. So, aus Metall. Geschweißt, Rahmen und da wird dann die Heizung draufgesetzt. Soll jetzt nichts super extravagantes werden. Wiegt 830 Kilo, ist für ein Metallrahmengestell ja nun wirklich nicht viel. Ich habe mir da schon ein bisschen Material zusammengesucht. Ich zeige euch das mal kurz. Hier habe ich mein Eisen liegen. Das wurde mir geliefert und kostet auch mittlerweile echt ein Vermögen, das Zeug. Ich habe jetzt ein bisschen mehr geliefert oder ein bisschen mehr bestellt, weil ich ja noch ein bisschen was basteln möchte in Zukunft. Das seht ihr aber auch später nochmal. Deswegen habe ich hier ein bisschen Eisen geliefert bekommen. Und das werde ich jetzt mittels meiner Kappsäge mir zurechtschneiden. Das Ganze soll in zwei Abteile gebaut werden, dass man das Ganze in zwei Abteilen rausnehmen kann. Also sprich eigentlich nur einen Rahmen auf Füßen gestellt mit ein bisschen was dazwischen. Das, wie gesagt, darum geht es in diesem Video. Und ja, habe ich jetzt zwar nicht so die Mega Bock drauf, das jetzt zurechtzubraten, aber gut, ist eben so, wie es ist. Also machen wir das Beste draus, ne? Wir geben Gas. Die Säge, ne? Das ist echt eine Bereicherung. So schnell, so einfach, nicht zu vergleichen mit der Bandsäge. Gar nicht. Also wirklich nicht. Tipptopp. Und glaub, Kosten tun sie beide gleich viel, die Bandsäge und das Ding. Aber das ist cooleres Arbeiten auf jeden Fall. Vor allem schnell, sauber, genau. Ist cool. Ja, dann habe ich mir hier so ein bisschen was zurechtgesägt. Teil habe ich schon drin liegen. Schweißen wir erstmal den Rahmen zusammen. Geil, wa? Kann man das so erkennen? Ja, ne? Voll im Winkel. Richtig gut. Auf der anderen Seite sieht es genauso aus. Dann würde ich sagen, anfasen die ganze Geschichte und dann verschweißen wir mal. Erstmal so ein bisschen, nur so ein bisschen anpunkten und dann trage ich das mal rein. Ich kann das jetzt leider da hinten nicht filmen, aktuell noch nicht, weil die Klempner da rumwurschteln und die haben natürlich überhaupt gar keinen Bock auf YouTube, gehe ich zumindest von aus. Deswegen mache ich das hier so ein bisschen im stillen Kämmerlein und zeige euch das dann später, wenn die Jungs Feierabend haben. Nach der Bauphase muss auf jeden Fall mein Schweißgerät mal ordentlich gewartet werden. Wahnsinn, das hat ordentlich gelitten. Aber muss es abkönnen, wir sind ja nicht auf Besuch hier, nicht? So. Dann machen wir erstmal so ein bisschen, weiß ich gar nicht, so ein bisschen nach Gefühl. Gas ist aufgedreht, Draht ist auch noch satt drauf. Ich habe ja auch immer so ein paar Ersatzutensilien im Schweißgerät. Genau, ist ja das alte, die alte Version mittlerweile, haben die glaube ich ein blaues Display und überarbeitet. Ist ja auch schon 2 Jahre alt, glaube ich. Aber funktioniert immer noch tadellos, also arbeite ich immer noch sehr, sehr gerne mit. Und ja, gut, würde ich sagen, losschweißen.
so ein Schweißmagnet, so ein Massemagnet. Den muss ich mir auch nochmal kaufen. Der fehlt mir auf jeden Fall noch. Jetzt zum Beispiel hier. Wo gehst du hier ran mit deiner Masseklemme, weißt du? Geht die 50 auseinander? Wahrscheinlich eher nicht. Vier Punkte, die reichen schon. Vorher mit Schweißschutzspray eingesprüht. Und wenn da jetzt Schweißperlen drauf kommen, dann brennen die sich nicht fest, dann kann man die so wieder abbürsten. Ne? Deswegen arbeite ich immer gerne mit Schweißschutzspray. Wobei es hier scheißegal ist, kommt eh eine Platte drauf. Aber trotzdem, ne? Nur so zur Info. Ich bin jetzt ein Stück weiter, habe jetzt ein Viereck geschweißt. Und siehe da, auch super winklig. Kannst du auch überall zeigen. Kannst du überall total winklig. Perfekt. Das ist echt gut geworden. Also verpunkte ich das jetzt noch mal ein bisschen mehr. Und dann trage ich es mal rein und guck mal, wie es da aussieht. Hier steht jetzt mein Rahmen. Und da muss das Ganze hin. Nun haben die Jungs aber hier noch ihr ganzes Werkzeug stehen. Das heißt, da warte ich jetzt noch hin, bis die Mittagspause zu Ende ist. Und dann können wir den Rahmen mal reinlegen. Ich kann in der Zeit mal hier die Zwischenstreben messen und zurechtschneiden. Auf jeden Fall sieht das Ganze so jetzt aus. Da sind jetzt 4000 Liter Wasserspeicher drin. Richtig cool. Das sind sie. Und hier mit Umwälzpumpe und der Schornstein kommt da dann hin. Kommt hier dann irgendwie raus. Also der wird dann wohl irgendwie aufgehangen oder so. Guck, und da sind die dicken Leitungen. Ne? Ich glaube, weiß gar nicht, 1 Zoll oder was das ist. Keine Ahnung. Die laufen hier komplett drum zu. Ja, haben die natürlich super gemacht. Ne? Also das sieht echt gut aus. Guck, und hier kommt jetzt der Rahmen hin. Und damit noch ein zweiter Rahmen gebaut, der dann hier hinkommt. Das wird zweigeteilt, damit man das Ganze natürlich vernünftig rausnehmen kann. Ich habe es jetzt schon mal durchgeschweißt. Und ja, leider muss ich mit dem Helm jetzt arbeiten, weil der leider kaputt gegangen ist. Da habe ich jetzt eine neue Batterie extra reingemacht. Hatte ich ja schon mal eine neue Batterie reingemacht. Deswegen hat mich gewundert, dass die schon wieder kaputt, schon wieder leer ist. Ja. Jetzt kann ich hier auf Test drücken. Aber da leuchtet auch nichts, obwohl eine nagelneue Batterie drin ist. Man kann auch ganz normal durchgucken. Ne? Passiert nichts. Obwohl es auch auf Welt kann ich auch. Spielt keine Rolle, ist irgendwie hinüber. Schade. Na gut. 7 Jahre Garantie drauf, aber geht nichts über ihn hier. Der hält immer. Naja, wie dem auch sei, habe ich jetzt hier geschweißt. Und da auch. Und auf den anderen Seiten sieht es genauso aus. Das heißt, da passiert, glaube ich, erstmal so schnell nichts wieder. Guten Morgen! Es ist wieder ein klirrend kalter Wintertag. Aber die Landschaft da hinten sieht echt sehr nice aus. Auf jeden Fall, ein bisschen Baumaterial ist aufgekommen. Das muss ich da noch wegschaffen mittels Stapler. Und meine beiden Siebdruckplatten sind gekommen. 18er Stärke. Und die sollen es nun werden, die sollen dann draufgeschraubt werden auf diesen Rahmen. Ich hätte ja immer noch meine Palettenvariante super gefunden, aber auch dann hätte ich natürlich die Siebdruckplatten brauchen sollen. Übrigens, Thema Feuerschutz, ab einer 50 kW Heizungsanlage, da musst du darauf achten, dass oben Fermacell ist und unten kein brennbares. Also ich habe extra mit dem Schornsteinfeger gesprochen und der sagte, nee, Siebdruck ist kein Problem. Erst ab 50 kW Heizungsanlagen gelten wieder andere Brandschutzverordnungen. Also von dem her, Siebdruck auf dem Boden ist auf jeden Fall machbar. Genau, so, nun rein in die gute Stube. Bitterkalt, aber na, was wird's machen, ne? Sehen, wie es ist. Auf geht's, ab geht's. Ich bin hier wieder dabei, habt ihr ja gesehen. Ja, nun geht's nämlich los.
Rahmen grundsätzlich ist ja schon mal fertig. Aber die ganze Heizung steht auf zwei oder auf vier Füßen. Weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ich glaube wohl, das sind ja so Füße. Ja, die sind, da steht die ganze Heizung drauf. Und die sind auch verschweißt. Ja, da erkennt man es, glaube ich. Nun bringt mir das natürlich nichts, wenn die Siebdruckplatte, also wenn ich mega das Gerüst darunter habe und da, wo die Füße sind, ja, kein Eisen ist, beziehungsweise kein Eisen in der Nähe ist. Nun habe ich die beiden Streben hier gemacht. Die Füße sind 1,10 Meter auseinander, sind jetzt die Streben in dem Fall auch. Hat mir das so ungefähr ausgemessen. Die Heizung kommt relativ weit nach hinten, ist ja klar. Der Schornstein, der steht hier irgendwo in der Höhe. Und dann werde ich jetzt die Streben so in dem Abstand festschweißen. Auf der anderen Seite natürlich genauso. Und dann hat nämlich genau da, wo die Füße sind, hat die Platte Unterstützung. So langsam wird der Rahmen rahmiger, oder? Ja, also die letzten zwei Nähte. Ich glaube, hier mache ich jetzt noch eine Strebe in der Mitte. Alter, und dann reicht das auf jeden Fall. Auf den beiden steht das Schweißgerät, das Schweißgerät vor allen Dingen. Steht die Heizung auf den Füßen da. Habe ich ja gerade erklärt. Dann nochmal einen, um die beiden Rahmen miteinander zu verbinden, mittig. Und dann ist das Thema doch durch, oder? Ja, und mit der Masseklemme habe ich mich jetzt so arrangiert, dass ich die einfach immer irgendwo drüber klemme. Und dann geht das auch auf jeden Fall klar, ne? Farbwechsel, wie man sieht. Bin live, wahrscheinlich sehe ich auch genauso aus dem Gesicht. Ich bin hier gerade am Streichen gewesen. Bin jetzt fertig, Gott sei Dank. Und zwar hat meine Frau angefangen da hinten. Und muss jetzt aber gerade schnell los. Habe ich das eben schnell weitergemacht, weil das Gestell kann natürlich nicht vorher rein, bevor er nicht gestrichen ist. Eigentlich ist sowieso schon scheiße mit den Puffern hier drin, aber es ging zeitlich leider nicht anders. Haben wir nicht hinbekommen. Die Klempen da, die kann ich ja nicht sagen, hier warte mal noch eine Woche oder zwei mit dem Puffer aufstellen. Ich muss erst pinseln. Das geht natürlich auch nicht gut. Ich bin hier über Tag meistens arbeiten. Deswegen mussten wir das jetzt leider im eingebauten Zustand machen. Aber ich stehe im Licht. Aber ich glaube, das ist relativ gut geworden. Die Farbe ist natürlich jetzt noch frisch und checkig. Die wird gleich natürlich noch ein bisschen dunkler und kräftiger. Die Farbe ist auch echt gut. Und zwar ist die tatsächlich vom Thom. War da im Angebot. Schöner Wohnen Polarweiß. Ich weiß gar nicht, gibt es da irgendwie eine Verifizierung? Nee, so heißt die auf jeden Fall. Und zwar habe ich einen guten Bekannten. Dieter, Grüße gehen raus. Der und sein Sohn gucken auch mal die Videos. Sehr geil. Und auf jeden Fall habe ich, wie gesagt, einen Bekannten beim Thom und da war das gerade im Angebot. Da sagt er, hier, die musst du kaufen, die ist nicht verkehrt. Und tatsächlich einmal gestrichen und deckt relativ gut. Also muss ich echt sagen, das kann man so lassen. Also wenn jemand Farbe braucht, die ist echt nicht verkehrt. Nun habe ich 10 Füße gesägt, also die Kappsäge, super. Bin ich echt begeistert von. Einzige, was echt blöd ist an der Kappsäge, Vor- und Nachteile muss man ja auch immer so ein bisschen erwähnen, die hat tatsächlich keinen Schalter zum Ausmachen. Das ist ein bisschen blöd. Da müssen die Jungs von Stahlwerk nochmal nachschärfen. Das ja, ist ein bisschen schade. Aber nur gut, gibt Schlimmeres. Aber sägen tut das Ding wunderbar. Also Ausschalter in dem Sinne, also die läuft nicht. Ich zeige das. Also diesen Schalter, klar, natürlich, ne? Das hat sie, aber dadurch, dass das Licht brennt quasi jetzt immer und hier oben ist halt das Display immer an, weil da musst du halt den Stecker ziehen. Ne? Schön langes Kabel dran, das ist alles cool, aber der Schalter, das fehlt noch. Da müssen die nochmal nachschärfen, aber sonst tipptopp. Ich meine, das ist ja egal, kannst Stecker ziehen oder machst da einen Lichtschalter ran, ne? Ist ja kein Stress. Naja, wie dem auch sei, ich habe jetzt hier Füße, habe ich gerade, Andreas ist auch da, sprich Andreas, der habt ihr auch schon gesehen, mein Elektriker, der ist auch da und der, mit dem habe ich gerade geschnackt. Wegen der Aufteilung der Füße. Und dann haben wir gesagt, komm her, das Gewicht von dem Holzvergaser liegt ja eigentlich auf diesen Punkten hier drauf, ne? Auf den Vieren. Und da sagt Andreas, da macht da jeweils einen Fuß drunter, 3 vorne, 3 hinten und jeweils unter den Belastungsgeschichten einen Fuß. Und dann müsste das ja eigentlich passen. Also habe ich jetzt 10 Füße geschnitten und habe die hier auch schon verschweißt, der ist schon fest.
Bären auch nicht. Habe ich mir jetzt natürlich schön so ein bisschen ausgerichtet und dann wird das Ganze verschweißt. Füße soweit fertig, also fest. Habe jetzt noch 5 mm Flacheisen oben drauf geschweißt. Also das muss gleich noch festschweißen, wenn ich es umgedreht habe. Aber zur Stabilisierung an der Auflagefläche natürlich. Das gleiche habe ich hier auch schon gemacht. Die sind auch schon festgeschweißt, die Dinger hier. Die haben jetzt auch alle ihre Fußverbreiterungen bekommen. Das sieht dann wie gesagt wie folgt aus. So sieht das dann aus. Ja, als nochmal als Auflagefläche. Wir reden hier von einem Gesamtgewicht von 830 Kilo oder so. Das ist ja eigentlich lächerlich, wenn du überlegst, dass eine Steinpalette fast doppelt so viel wiegt, wie was hier drauf muss. Ne? Und auf 10 Füßen verteilt, glaube ich, wird das kein Problem. Naja, ich drehe das Ding eben um und dann wird es verschweißt. Fertig geschliffen und jetzt geht's ins Kochhaus. Gucken, ob das auch alles passt, was ich da so gemacht habe. Gut, der Boden ist jetzt natürlich im Kochhaus nicht eben. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall unterfüttern müssen. Aber wahrscheinlich mit Blechstreifen oder was weiß ich. Und das ist aber nicht so schlimm. Ganz entspannt. Kippelt das doll? Nö. Das kippelt. Das ist bei dir. Ja, aber wenn da 800 Kilo draufstehen, auch nicht mehr. Gut. Ha? Aber du könntest ja theoretisch da jetzt noch eine Kleinigkeit drunter. Ja, mache ich auch. Da kommt was drunter. Ein Bierdeckel. Ja, ein bisschen. Ja, ich kann ja nicht. Wenn ich hier was runterfütter oder ja, da hinten. Wenn du da was runterfütterst, dann hat sich das. Hat sich erledigt. Vielleicht nimmst du so von dem Metallstreifen irgendwie so ein kleines Stück. Ja, 15. Genau, bisschen drunter keilen. Und da scheint aber auch in der Mitte irgendwie Luft zu sein. Ja, das werden wir gleich mal prüfen, was da alles los ist. Schön. Ja, klar, das ist natürlich auch gegossen worden. Also das haben die Jungs dann so rein. Das ist ja nicht gerade, ne? Ja. Obwohl, ich hab mir extra Mühe gegeben, ist alles mit Winkel. Das Ding ist absolut im Winkel. Ja. Weil sowas brauchst du ja alles. Sonst hätte ich wirklich meine Einwegpaletten nehmen können. Stimmt. Andreas fand übrigens auch mal eine Idee mit Einwegpaletten nicht schlecht. Wäre auf alle Fälle gegangen. Schreibt mal in die Kommentare, hättet ihr sowas gemacht oder Einwegpaletten? Bin ich mal gespannt, wie ihr denkt. Oder Europaletten. Ja, irgendwie sowas, irgendwelche Paletten oder was. Ne? So, Siebdruckplatte auf Maß schneiden. Ich habe mir jetzt eine alte Kunststoffleiste als Anschlag genommen. Übrigens kann ich sehr empfehlen, wenn ihr irgendwelche Anschläge braucht, was genau sein soll, am besten Kunststoffleisten nehmen. Die verziehen sich nicht, die sind immer gerade. Das passt eigentlich ganz gut. Ja, ich habe mir das jetzt angemalt, 1,84 Maß und bin dann halt ein paar Zentimeter weggekommen. Halt passend zur Säge dann. Ne? Das ist so eine billige von Aldi, die kannst du auch vergessen. Die ist stumpf wie ein Pfahl und naja. Das ist auch wieder so, wer billig kauft, kauft zweimal. Ich glaube, kostet 30, 40 Euro. Und wenn ich dann die von Max sehe, Alter, die Makita-Säge, die geht da durch so eine Siebdruckplatte wie Butter. Ich bin mir sicher, dass das damit nicht so einfach funktioniert. Hast du ihn schon? Ja. Da haben wir ihn. Aber die billige Aldi-Säge, die kannst du abhaken. Also die ist nicht so. Brüllt aus wie Sau und. Aber das Problem ist wahrscheinlich das Sägeblatt. Ja, ja. Also ich denke mal, die Säge an sich, die macht ja ihre Drehzahl. Richtig, genau. Ja, das Blatt wird
Aber da habe ich noch nicht viel mehr gesägt. Ja, aber. Die sind schon stumpf, die kommen stumpf aus dem Laden. Das ist das Problem. Ja, richtig. Genau. Aber wir haben sie abgekaut bekommen. Besser wie mit der Bügelsäge. Musst du den noch quer auch noch? Nee, passt genau. Ah, perfekt. Ja. Jetzt kriegt das Ganze noch seinen Farbanstrich. Also nur Rostschutz natürlich. Und ja, dann kann morgen die Platte drauf und dann kann die Heizung kommen. Ne? Übrigens, Thema, wer billig kauft, kauft zweimal. Trifft auf jeden Fall fast immer zu, außer bei dem Rostschutz. Da könnt ihr mal wie ich. Ich meine, mittlerweile ist es bestimmt auch schon alles teurer geworden, aber das kostete 5,99 beim Harvo, der Pott. Und das ist echt super Rostschutz. Also die Farbe von denen bin ich nicht ganz so überzeugt von. Geht auch, habe ich mein Heckgewicht auch mitgestrichen, aber da ist die von Elvedol deutlich besser. Aber total billig und die habe ich bei meinem Spalter drauf, hält der Bombe und auch bei meinem Anhänger, nicht bei dem Kipper, sondern bei dem Gummiwagen, da ist die auch drauf. Und die hält auch da top. Also die kann ich empfehlen für billig Geld. Ne? Muss nicht immer alles teurer sein. Das Ding ist auf jeden Fall jetzt schon mal gestrichen. Dann kann die Farbe trocknen bei 0 Grad. Mal gucken, ob das klappt. Aber die ist gerade schon ein bisschen angezogen. Das wird wohl funktionieren. Dann mache ich jetzt Feierabend. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ostfriesland und Regen. Das gehört ja wohl irgendwie zusammen. Ne? Naja, wie dem auch sei. Scheiß Wetter, der nächste Tag. Und das Gestell ist sogar einigermaßen trocken. Wenn man sich das so anschaut. Die guten paar nasse Stellen sind noch da, die noch glänzen. Aber im Großen und Ganzen sieht das doch eigentlich schon ganz gut aus. Das werde ich jetzt einmal umdrehen, von der anderen Seite streichen. Soll mich dann aber erstmal, dann stelle ich es wieder hin, weil das ist ja nur die Unterkante, die noch nass ist. Die noch nicht gestrichen ist, die wird dann ja nass sein, das macht aber nichts. Dann stelle ich sie hin und schraube die Platte drauf, die da schon an der Seite steht. Genau, aber solange es noch ein bisschen hell ist, möchte ich mich einmal bedanken, und zwar bei Gerd. Gerd hat mir nämlich aus meiner Amazon-Wunschliste ein paar Thermo-Handschuhe spendiert. Richtig geil, weil Handschuhe... Na, fällt weg. Weil Handschuhe sind ja wirklich... Also ist ja mal Verschleißmaterial, kann ich immer sehr gut gebrauchen. Richtig geil, ich bin mal gespannt. Thermo-Handschuhe, die sind sicher auch ganz geil für den Wald. Und, allerdings nicht von meiner Wunschliste, das Ding hat er mir geschickt, weil er davon sehr überzeugt ist. HZ, ja, so eine Pumpfettpresse, kann man da, sind noch so ein paar Anwendungsbeispiele drauf gedruckt. Das soll sehr, sehr geil sein. Und Gerd schreibt auf den Zettel, der dabei gelegt war: Moin Enno, für die und die Familie bloß das Beste für Weihnachten und das nee Jahr. Mach wieder so, ich wach all weg auf den nee Video. Der Lütje Press heik auch sieht Jorn, der ist gut für Tüdelkram. Gerd, vielen Dank. Das war Plattdeutsch, ich kann es noch mal kurz übersetzen. Moin Enno, für dich und deine Familie bloß das Beste für Weihnachten und das neue Jahr. Mach weiter so, ich warte jede Woche auf das neue Video. Die kleine Presse habe ich auch seit Jahren, die ist gut für Kleinigkeiten. Das war Plattdeutsch. Und ja, Gerd, also gehe ich davon aus, dass du hier aus der Gegend kommst. Vielen lieben Dank, Gerd. Richtig geil, das packe ich aber wieder ins Auto rein. Weil das brauche ich nämlich für den Wald. Also die Presse, ich glaube, da kann ich auch super das Schwert mitfetten. Und die Handschuhe, die nehme ich auch für den Wald. Genau. Weil, wenn das friert, und sie haben ja ein bisschen Winter gemeldet, dann ist das nicht verkehrt. Ich würde sagen, ich mache jetzt erst den weiter. So ein bisschen Tüdelkram, so wie Gerd sagt. Und dann melde ich mich gleich wieder. Weil ich keine selbstschneidenden Schrauben kriegen konnte, habe ich jetzt ganz normale Blechschrauben gekauft. 4,8 mal, weiß ich, 30 oder so. Und jetzt muss ich die alle vorbohren. 4 mm habt ihr gesehen. Und weil ich die ja versenkt haben möchte, bohre ich dann kurz mit einem, in diesem Fall ein 10er Bohrer, 8er wird auch reichen, einmal ein bisschen an, dass das so ein bisschen versenkt ist. Und dann geht das auch. Nur ist mir gerade noch die GoPro auf die Nase gefallen. Kleiner Riss in der Scheibe.
Aber Gott sei Dank ist da so ein Gorilla-Glas vor. Mach wohl, ihr mögt mich wohl noch sehen können, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, wie dem auch sei, ich habe fertig. Alter Schwede. Ja, warum ist hier vorne noch nichts vor? Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe. Die Klempner, der wollte gerne die Heizung da so draufstellen. Er sagt, dann kann er sich hier schön Rampen vorlegen und dann da reinfahren. Ich wollte ja komplett voll machen schon. Er sagt, nee, er kann so besser arbeiten. Lass das mal lieber erstmal so, sagt er. Also mir natürlich recht, habe ich natürlich mehr Zeit. Das Podest hier vorne wird dann gebaut, wenn alles soweit fertig ist, die Heizung steht und auch schon läuft. Dann mache ich mein Podest. Deswegen habe ich hier auch vorne das Stück freigelassen. Da ist jetzt ja keine Platte drauf, weil ich das gerne mit in einem Stück verbinden wollte. Mit dem, das quasi, ja, liegt dann quasi über und klappt quasi auf den anderen Rahmen. Somit verteilt sich das und man hat da nicht so eine Kante, die da unterschiedlich arbeitet. Ne? Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. So, auf jeden Fall würde ich sagen, war es an dieser Stelle für dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es dieses Mal nur um das Gerüst ging, aber das muss jetzt unbedingt fertig. Morgen kommen die Handwerker wieder, heute ist wieder Sonntag, abends 6 Uhr jetzt. Also wie gesagt, ich hatte jetzt aktuell echt keine Zeit, weil das hatte Priorität, weil ohne dem Gerüst, ohne dem Gestell kann die Heizung nicht drauf. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch die Palettenvariante genommen hättet oder auch was Vernünftiges, je nachdem. Übrigens Siebdruckplatte. Ob das zu warm wird da unten drunter oder nicht, habe ich extra bei meiner Anlage gemessen. Ich spiele euch jetzt nochmal ein Video ein, wo ich das mit meinem Thermometer im vollen Betrieb, da lief die Anlage schon 4 Stunden, gemessen habe. Seht ihr jetzt. Genau, also ich habe auch gedacht, na, vielleicht muss ich da vorne noch so ein Blech drunter legen oder so, aber nee, 30 Grad wäre mal Witz da unten nicht. Und ja, das ist ja allemal in Ordnung. Also in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.